Ja, Leute, da steht man am Supercharger, lädt und es fängt an in Strömen zu regnen. Was macht man dann? Man vertreibt sich die Ladeweile. Und zwar drehe ich jetzt einfach mal ein Video. Heute gibt es wieder 5 wertvolle Tipps von mir. Ja, wo fangen wir denn mal an? Ich habe mir das mal notiert. Ich würde sagen, ich zeige euch einmal eine kurze Sequenz auf meinem Handy. Und zwar zeige ich euch da, wie ihr auch Adressen vom Handy an das Tesla-Navi schicken könnt. Also einmal geswitcht. Und hier seht ihr mein Handy-Display. Ihr öffnet einfach ganz normal Google Maps, tragt oben die Adresse ein, wohin ihr euch navigieren lassen möchtet. Ich habe jetzt einfach mal ein Einkaufszentrum ausgewählt. Und unten im Menü könnt ihr auf den Button Teilen klicken und wählt dort dann einfach die Tesla-App aus. Wenn die dort noch nicht erscheint, einfach auf Mehr und bei Tesla den grünen Haken setzen und schon wird die Adresse an das Navi geschickt. Und wie ihr seht, ist die Route auch schon im Tesla-Navi angekommen. Ist das nicht praktisch? Finde ich total klasse. Also, dass es das gibt, habe ich auch erst später entdeckt und ja, finde ich eine super Sache. Also Tipp, das war Tipp 1. Tipp 2. Dafür geht es an das Lenkrad. Und zwar kennt ihr ja hier diese beiden Scrollräder. Einmal hier und einmal da. Und die könnt ihr einstellen. Und zwar würde ich euch einmal die Einstellung hier an diesem Scrollrad zeigen. Wenn ihr das nämlich lange gedrückt haltet, also ich habe da jetzt eben noch die Navigation offen, die mache ich mal wieder aus, zack, könnt ihr hier auch die verschiedenen Sachen einstellen. Also von den Trips, genau, die ihr jetzt hier seht, über den Energieverbrauch, den habe ich jetzt hier auf der rechten Seite schon eingeblendet, wenn ich das klicke. Okay, geht die Musik an. Toller Vorführeffekt. Eigentlich sollte dann, genau, sich das switchen. So, ihr habt ja auch die Möglichkeit, die Media-Wiedergabe auch aufzulegen. Dann seht ihr, was ihr gerade hört. Also ob nur Radio oder Spotify. Könnt ihr euch noch hier die Uhr anzeigen lassen? Finde ich jetzt so ein bisschen langweilig, weil die Uhrzeit steht ja eh immer unten da rechts. Und was ich auch noch ganz spannend finde, ist hier der Reifenstatus. Ja, wie ihr seht, seht ihr gerade nichts. Aber normalerweise steht da halt immer, wie viel Bar ich gerade auf den Reifen habe. Und ihr könnt euch halt ja auch immer, wie gesagt, die Navigation einstellen lassen. So, ich stelle hier jetzt nochmal meine Trips ein, damit ich da auf der anderen Seite, könnt ihr auch da genau das gleiche dann natürlich einstellen. Also ihr habt hier den Status der Räder, die Trips, Energie, die Musikwiedergabe, die Uhr und ganz unten ist, glaube ich, noch genau aktive Anrufe. Könnt ihr euch da auch drauflegen, finde ich aber auch irgendwie nicht so spannend. Deswegen habe ich halt hier auch immer die Energiekurve. Tipp 3. Das ist quasi ein Tipp und auch eine Empfehlung. Habe ich auch schon mal in einem anderen Video empfohlen, und zwar geht es dabei um einen Podcast. Um den Podcast Tesla Welt. Den findet ihr ganz normal auf Spotify unter Tesla Welt. Und ich wollte euch jetzt mal zeigen hier. Zack. Der Podcast wird von dem lieben David produziert. Es gibt mittlerweile jetzt schon gute 80 Folgen. Also da habt ihr auf jeden Fall genügend Stoff für die längeren Trips. Schaltet da auf jeden Fall mal ein. Davids Kanal findet ihr nicht nur auf Spotify, sondern auch auf allen anderen Podcast-Kanälen und auch auf YouTube. Könnt ihr auch mal reinklicken, Tesla Welt. Auf Twitter ist er auch verfügbar unter @teslawelt. Und ja, hört ihr gerne mal rein, ist ein toller Podcast, da nehme ich auch immer mal noch mal ein paar technische Sachen mit oder halt die ganzen Berichterstattungen, alles was so wirklich auch rund auf der Welt über Tesla berichtet wird oder auch über Randthemen, die Tesla betreffen,
bringt David das echt immer gut auf den Punkt. Also schaltet da gerne mal ein und lasst ihm auch gerne mal ein Abo da. Ja, Tipp 4. Das ist bei mir der Wächtermodus. Den gibt es ja jetzt seit einiger Zeit im Tesla und ich wollte euch einmal zeigen, wie ihr den einstellt. Und zwar habt ihr hier oben jetzt immer dieses kleine Symbol. Wenn ihr darauf klickt, dann zoome ich mal hier ein bisschen ran, dann wird das da oben rot. Also das heißt, der Wächtermodus ist jetzt aktiv. Ihr könnt es aber auch im Menü einstellen. Unter Sicherheit habt ihr hier diesen Wächtermodus. Den könnt ihr auch anstellen. Und dann könnt ihr auch bestimmte Kategorien ausschließen. Also ob ihr zu Hause ausschließt, die Arbeitsstätte. Ich mache den Wächtermodus eigentlich wirklich nur an, wenn ich ja irgendwo bin, wo ich mein Auto im öffentlichen Parkraum abstelle oder irgendwo an der Straße, wo es ein bisschen enger ist, damit man einfach beobachten kann, wer einem da eventuell gegen den Tesla scheppert. Und zu Hause oder so mache ich ihn gar nicht an. Ich hatte das mal über Nacht einmal laufen und da hatte ich dann nach der Nacht unglaubliche 294 Ereignisse. Ich weiß nicht, was da für eine Party unterm Carport gefeiert wurde. Ich war definitiv nicht eingeladen und es hat auch jede Menge Akku dementsprechend geklaut und von daher habe ich das seitdem auch nicht wieder gemacht. Tipp 5. Das hat mal wieder mit der Navigation zu tun und zwar habe ich das selber mal in einem anderen Video gesehen und ihr kennt das ja, wenn ihr hier auf Navigieren geht, kriegt ihr hier oben Zuhause und Arbeit angezeigt. Wenn ihr da lange drauf drückt, könnt ihr auch da die Adressen ändern. Und der Clou an der Geschichte ist jetzt aber, wenn ihr unterwegs seid und einfach hier runterzieht, navigiert er euch direkt zu dem Ort, der zu der Uhrzeit häufiger angesteuert wird. Also da lernt das System quasi mit. Das heißt, wenn ich jetzt an einem Montag früh ins Auto steige, Navigation runterziehe, navigiert er mich direkt zur Arbeit. Wenn ich nach der Arbeit ins Auto steige und die Navigation ziehe, navigiert er mich direkt nach Hause. Ja, manchmal passiert es auch, dass er mich an ungewöhnlichen Tagen oder Uhrzeiten, wenn ich das runterziehe, auch mal zur Arbeit lotsen will, obwohl ich da gerade gar nicht hin will. Aber gut, dann kann man ja notfalls auch über die beiden Buttons hier nochmal, zeige ich euch das, kann man auch da ja nochmal zu Hause und Arbeit auswählen. Ja, das waren meine 5 Tesla-Tipps für euch, ob die nun was für Neulinge sind oder für alte Hasen. Ich denke, jeder kann da mal ein bisschen was draus ziehen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen da lasst. Abonniert auch gerne meinen Kanal, drückt die Abo-Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. YouTube ist auch kostenlos, also da entstehen euch keine Kosten, wenn ihr mich abonniert. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal einen Kommentar unten lasst, ob ihr noch irgendwelche Tipps habt. Und ja, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Tesla Liese berichtet. Bis dann, ciao!